Willkommen zurück im Krieg gegen Baden und Lothringen, einem Religionskrieg, der offiziell mit der Eroberung von Baden begründet wird. Ich hatte Lust, einen Religionskrieg zu führen. Wir haben so viel Manpower, wir müssen unsere Manpower irgendwie verschießen. So, die verlassen alle jetzt die Koalition. Das heißt, wir müssen Baden auch nicht unbedingt erobern, ne? Das heißt, lieber einfach die Religion aufzwingen und gut ist. Wie lange dauert das? Wer ist fertig erobern? Aber da habe ich natürlich kein Problem. Also jetzt dürfte die Koalition aufgelöst sein. Ja. Schön. Das ist nicht schön. Also Religion ist Hilfe. Es wird wieder so ein Typ. Oh, das ist gerade was katholisch geworden. Wieder so ein typisches Reich, was völlig protestantisch wird. Wie in vielen Spielständen. Ich möchte aber katholisch bleiben. Ich werde sonst in letzter Zeit relativ häufig protestantisch und deswegen möchte ich jetzt einmal einen Spielstand machen, wo ich katholisch bleibe, vor allem damit ich auch Kaiser bleiben kann. Und später, wenn das Reich vielleicht, wenn wir einen Religionskrieg verlieren, dann kann man immer noch überlegen, ob wir konvertieren. Um dann wieder Kaiser zu werden. Aua, aua, aua. Nein, wir bleiben katholisch. Wir haben immer noch drei katholische Provinzen. Vier. Oberpfalz, nicht vergessen. So. Baden wird jetzt auch gleich wieder katholisch. So. Ich bringe keine AE. Oh mein, dann ist das natürlich was anderes. Wird aus einem Religionskrieg ein Vernichtungskrieg. Das hat keine AE gebaut, das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich, ist wahrscheinlich die Provinz einfach nichts wert, ne? Das kostet doch nichts zu korn. Nee, ist auch wirklich gar nichts wert, Baden. Ja denn? No. Nee. Machen wir halt mit. Wundert mich, dass wir noch nicht in den Riesenkrieg gegen Frankreich oder so gerufen werden. Weil irgendwie die meinen, hier einen Reichsstaat anzugreifen. Am besten noch einen unserer Feinde, so als Braunschweig. Regierungsreform. Okay. Beraterkosten. Das ist super, Beraterkosten. Kostenanführer ist nicht so wichtig. Das ist ganz nett. Ich würde aber einfach hier Beraterkosten. Und da kriegen die Bürger noch ein bisschen Loyalität und Einfluss. Da wir erfolgsnah sind, haben wir nichts dagegen. Ja. Von Mainz gewonnen und wir können mal wieder Beziehungen verbessern. Mit vor allem Köln müssen wir wieder, wobei wir da noch sehr positiv sind. Ich glaube, wir haben schon länger nicht mehr mit Trier. Ja, die mögen mich einfach so. Ist auch schön. Und dann können wir irgendwo noch Anspruch fingieren. Herr Nürnberg ist eine Reichsstadt. Möchte jetzt nicht mich demnächst mit anlegen. Irgendwann garantiert. Anhalt. Ist halt immer noch Braunschweig. Und Braunschweig ist nervig. Das war jetzt eine sehr nette Formulierung. Ja, Elsass hat leider auch böse Verbündete. Aber immerhin haben wir jetzt die erste Grenze zu Österreich. Da haben wir auch schon -1 Grenzdisput. Gut. Probieren wir es mal mit Nürnberg. Haben wir noch einen Anspruch? Na, ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen. Wir können später hier vielleicht Oberrhein dann schon mal, aber da bezweifle ich, dass wir da auch in der nächsten Zeit was machen. Vielleicht bevor wir Nürnberg ein... Obwohl, Nürnberg ist Frankengut. Das ist so dreist, das ist einfach so dreist. So, dann sollen wir in Rheinland statt Krakau, sagt er. Gut. Es ist so dreist. Ich mach's trotzdem immer. Ja, wenn man jetzt ein bisschen Minus, können wir aber ausgeben für ein Jahr. So, das ist Venedig. Wir gehen eher mal auf Heimatverteidigung, als dass wir uns hier jetzt groß in den Krieg einmischen. Wenn wir so ein bisschen Gefallen dazu kriegen könnten, wäre das ganz nett, aber... Ich würde eher Richtung Heimatverteidigung gehen. Und dafür würde ich jetzt aber in Baden und Frankfurt zur Sicherheit mal die Autonomie erhöhen.
damit wir hier auch nicht Gefahr laufen, irgendwelche Aufstände zu kriegen. Der Rest, der geht noch Heidelberg vielleicht. Der Rest geht aber wirklich. Oh, wir sind schon 58% beim religiösen Chaos. Super. Oh, dann geh nach Hause. Und... also stattdessen in... oh Gott, Böhmen wird getötet. In Polen zum Beispiel. Wo du wieder eine Staatsehe machen musst. Die haben einen Hohenzollern auf dem Thron. Außer wollen wir unterstützen. Ja, das machen wir mal. Weil wie alt ist der? 49, ja, das lohnt sich glaube ich eh nicht mehr. Wir können einfach schon mal fürs nächste Mal dann... keine Ahnung. Uckland ist jetzt auch protestantisch, eine unserer letzten Bastionen. Jetzt haben wir nur noch Mainz. Seit wann sind Mainz und Hessen denn? Mainz, Hessen und Oberpfalz. So. Flevianische. Hamburgische Nationalisten. Oh, man hat Hamburg einen Kern auf Westfalen. Hä? Was ist das Bescheuertes? So. Das können wir nicht machen. Also, wenn Kleve sich frei macht, wäre das nett, aber Hamburg, das kann ich nicht als Nachbarn gebrauchen. Weiß ich noch mit Bremen und Lübeck. Das schafft ihr, ne? Ja. Kleve fände ich ganz nett, aber bei Hamburg habe ich denen jetzt mal geholfen. Dafür sind ja Verbündete da. Dafür kriegt man auch einen enormen Beziehungsboost. Verteidigte unsere Provinzen, ne? Ja, befreite unsere Provinzen. Habe ich in Norma in Erinnerung? Ich glaube, den gibt es auch in Norma. Da gehen wir nach Koblenz. Ein Triersche Gefilde. Gegen wen sind wir nochmal im Krieg? Keinen unserer Nachbarn, also. Ansbar. Eben als von enormer Wichtigkeit deklarieren, aber ich glaube kaum, dass die mir das geben. Ich kann aber mal Bremen belagern. Ich kann das eh nicht corn, also. Das würde mir es niemals geben. Ich möchte es auch nicht wegen AE und so weiter. Mhm. Also, und wir sind ja jetzt eh nicht mehr auf die Pfalz angewiesen oder so. Und Nassau. Oh, das reicht dann auch. So, Technologie, Karacken und Karavellen. Das müssen wir in Admin-Sachen noch ein bisschen aufholen. Da ist unser nächster Herrscher aber auch ganz gut dabei. Der ist ja echt extrem geil. Ich glaube, es gibt ja ein Achievement für einen 555er Herrscher. Aber was ist das? Klickt 6. Ja, aber ich glaube 555 schon. Haben wir dann leider knapp nicht. Wenn die 6 statt der, sich mit der 4 verbrüdern wird und in 2 5en aufteilen, das wäre natürlich optimaler, aber... Gott. Genua hat ein leicht dünner gemaltes Kreuz als Trier. Nur so kann man das eigentlich unterscheiden. Und Brandenburg wird gerade von... fertig gemacht. Bin ich auch schon. Habe ich euch gerne unterstützen. Weil die sind mit Polen verbündet und die würden garantiert mitmachen dann. Also nein, danke. Vor allem, weil ich ja auch mit Polen verbündet bin. Mit so einer übermächtigen Macht verbündet zu sein, hat schon seine Vorteile. Vor allem, weil die noch katholisch sind. Zum Glück sind die meisten eh Erzbistümer. Oder eben Böhmen und Österreich und die bleiben katholisch alle. Och, Böhm, armes Böhm. Armes Böhm. Auch schön hier. Ah, so. Bim. Böhm sind wir gut dabei. Augsburg hilft uns. Finde ich sehr nett, Augsburg. Ich mag dich, Augsburg. Ich möchte dich als Vasallen haben. Diplomatal? Na, schade. Oberrheinland, näher. Wir haben dafür keine Abwehrmacht. Da haben wir uns jetzt doch wieder um nach Baden erweitert. Wir sind echt am Limit des AEs. Jederzeit. Weil wir sind wieder nur bei 40 hier, 42. Das heißt, langsam können wir uns an die Pfalz ranmachen. Aber die hat halt. Wie viel Prozent hat? 27%. Das wird so viel AE bringen. Das hat 6. Das hat 6.
Das heißt, das wird so über 20 Ei mindestens. Jetzt haben wir ja eigentlich nur noch Mainz. Super. Das ist ja eine religiöse Einheit. Halt andersrum. So, Berater. Ja, dann würde ich eher einen Militärberater haben. Wobei, da haben wir ihn eigentlich noch. Dass der noch ein. Ja, einen einstellen. Ja, End der Unruhe weniger macht. Dein Ernst Prestige bringt. Wir haben gerade solche Unruheprobleme, ja. Mit denen. Und damit können wir jetzt zur Religionsverbreitung machen. Nee. Und schau, Miggi. Oh, Bremen konvertiert zum katholischen Glauben. Das ist alles, das ist besser als alles. Man hätte sagen können. Und da wird die Provinz automatisch auch konvertiert, das muss man sich merken. Gegen wen sind wir jetzt noch im Krieg? Oh, kümmern wir uns doch mal um Genua. Das versuchen wir's. Böhmen schafft die Adligen auch so, die haben genug von 20 zu 16. Muss ich nicht nerven. Korruption ist gleich weg. Also, da kann ich jetzt auch Bremen entfernen. Geht's aus mit der Kriegsbeteiligung? 13%! Warum hat Augsburg mehr? Das verstehe ich nicht. Das ist wirklich nicht. Du kannst nach alleine nach Albenga runtergehen. Na, wir haben Toleranz. Stabilitätskosten ein bisschen höher. Wir hätten die vorher erhöhen sollen. Lüneburg. Was habt ihr denn erobert? Prignitz. Wurde auf jeden Fall mal gefordert. Es ist Brandenburg, aber. Wir fordern's. In die Beziehung ist mal los, aber. Jetzt könnten wir den Krieg erklären, aber mit Böhmen verbündet und allgemein hätte ich keine Lust drauf. So, Bingo ist belagert. Korsika können wir leider nicht, wir haben ja da mal noch keinen Hafen. Ich glaube aber, dass wir auch in nächster Zeit keinen Hafen kriegen. Also nicht kolonialisieren werden. Höchstens, wenn wir uns hier gehen oder so als Vasallen mal holen. Ich glaube, das sieht doch eher schlecht aus. Ich würde den jetzt natürlich alle Bündnisse und so klauen, aber Österreich macht das natürlich nicht. Das ist ein Lauenburg. Von wem habt ihr denn? Ich sag nichts. Doch, die Süd ist ein bisschen zerteilt, aber ich wollte nicht. Sonst wäre das vielleicht noch in Brandenburg zurückgekommen. Bei meinem Lüneburg ist jetzt was. Oh Gott. Oh Gott. Aber das werden wir ja sehen, wie das ausgeht. Ich kann leider nichts mehr fordern, oder? Doch. Anhalt. Wisst ihr, was das bedeutet für mich? Das heißt, ich gehe erstmal aus Genua weg und dieser Krieg ist mir scheißegal und ich höre jetzt meinen eigenen. Gegen Sachsen-Lauenburg. In Anhalt. Anhalt nämlich auch gleichzeitig zwingen, die ganzen Sachen zurückzumachen. Bruch der Waffenruhe? Warum? Mit? Ist? 30! Hilfe! Ah, okay. Dann eben nicht. Wieder Waffenruhe. Wahrscheinlich, weil ich schon gefordert habe, dass ich nicht nochmal was fordern kann. Schade. Aber das bringt da trotzdem negative Effekte, hoffe ich.
Ah, das ist jetzt natürlich wieder unnötig gewesen, das zu erobern. Was Genua und Venedig sich zusammentun, das hatte ich auch noch nie. Glaube ich, denke ich. Das erste Regiment von Leipzig. Kämpft tapfer. Und ein Albänger. Für Frieden und Freiheit. Ja, Österreich, ich würde langsam mal Frieden machen. Obwohl, es sieht doch relativ rosig aus, aber jetzt nicht 100% rosig. Also, wird mal langsam Aktion Friedensschluss beginnen. Die Bayern, die könnten dich retten, Österreich. Das sieht sehr schlecht aus für Österreich. Ah. Och, ohne die Verstärkung. Das ist auf jeden Fall eine verlustreiche Schlacht. Aber dass so wenig Österreicher und gute Chancen haben gegen Genua und auch noch gewinnen, jetzt doch relativ viele, das ist schon erfreulich. Nizza. Na ja gut, dann stellen wir uns mal lieber hier hin. Da eh aus, ja, Pfalz ist bald dran, sag ich mal. Bis wann ist denn noch der Anspruch? Bis 1517, ja. Gut, da machen wir schon mal ein neues Netzwerk. Ah, das sind Nürnberg ist ein bisschen größer geraten als sonst. Hier haben wir inzwischen einen Punkt. Ist das denn ein Zygmunt von Wettin? Aber nur 4%. Ne, 11%. Brauchen wir bessere Beziehungen wahrscheinlich. Da vernachlässigen wir natürlich unsere Reichsbeziehungen, die tausendmal wichtiger sind. Wir haben ja eh diesen einen zusätzlichen Diplomaten nur durch die Ideen, deswegen können wir ihn auch schon mal verschwenden. Und was wir noch verschwenden können, ist das Folgenende. Aber heute nicht, denn heute ist jetzt schon vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.